Was müssen das für Bäume sein? Was müssen das für Bäume sein? Wo die großen Elefanten, das ist unser Rüssel, spazieren gehen, ohne sich zu stoßen. Wir zeigen mit den Armen die großen Bäume, die großen Elefanten, Elefanten haben einen Rüssel, spazieren gehen, dort wandern wir auf der Stelle und bei Stoßen schlagen wir einmal mit der Hand vorsichtig gegen die Stirn. Weiter geht es mit links sind Bäume, rechts sind Bäume und dazwischen Zwischenräume. In der zweiten Strophe geht es dann so weiter. Was müssen das für Flüsse sein? Wo die großen, das hatten wir ja schon, Elefanten spazieren gehen. Ohne Badehose. Dabei hauen wir uns für Badehose einmal auf den Popo oder zweimal. Was müssen das für Brücken sein? Wo die großen Elefanten spazieren gehen, ohne sich zu bücken. Links sind Brücken, rechts sind Brücken und dazwischen große Lücken. In der letzten Strophe. Was müssen das für Berge sein? Wo die großen Elefanten klettern gehen, ohne abzustürzen. Links sind Berge, rechts sind Berge und dazwischen tanzen Zwerge. Das ist wirklich eine Menge zu lernen. Aber ihr könnt es euch erstmal anschauen, mitmachen und irgendwann klappt es richtig gut.